Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Part von der Delirium Gameplay Serie. Ich bin jetzt Level 64 und habe eigentlich schon sehr viel Damage gesammelt, aber vor allem Defensive, weil man haut immer wieder. Also momentan ist der DPS bei 1902 mal 10 oder Maximum irgendwie. Also es ist nicht falsch angezeigt, Bosse sterben auch relativ schnell jetzt, also das ist kaum mit 2000 machbar. Und was hat sich eigentlich verändert, also dass ich jetzt einfach fast doppelt oder noch mehr als doppelt habe, recht gute Items auch gefunden habe, weil ich so viele Deliriums machen kann, so einen guten Stab gefunden habe. Hier ja, ein bisschen mehr Magie und das. Oder MF habe ich jetzt einfach drauf. Also schon über 20 pro Ring. Ja, 19, okay. Aber hier das Schild, das finde ich so toll, weil es auch offensiv ist, aber auch sehr defensiv. Also ich finde es toll. Nur die Tränke und so sind natürlich noch alt, weil ich eher durchrushe. Nur eben, es laggt manchmal so extremst, weil alles so viele Monster da sind und alles mögliche, dass man eigentlich ja gar nicht so richtig Items einsammeln kann oder ja. Eigentlich das Hauptproblem eher ist, dass man Deliriums meidet, weil sie einfach viel zu viel laggen. Viele Items auch droppen und so weiter. Jetzt muss ich mal kurz schauen, hervorheben ist an. Aber irgendwas geht mit dem Filter nicht. Also sind immer noch so schlechte Items sichtbar. Also vieles geht halt einfach in dieser Season nicht. Das ist alles ein bisschen verfuckt. Ich weiß es nicht. Ich kann da nichts sagen. Da sind die Entwickler dran. Ich bin ja kein Entwickler. Also dann muss ich ja auch nicht unbedingt so stehen müssen, oder? Ich sehe es einfach, dass es halt nicht so gut geht. Aber sie sind dran, sie haben einen guten Patch gemacht, dass jetzt mehrere von diesen Symbolen auch aufploppen, dadurch mehr auch liegen bleibt. Und jetzt bin ich jetzt noch nicht so viel am Spielen gewesen, aber eventuell bekomme ich jetzt natürlich noch viel mehr Items über. Da ich ja eher Regnum zocken muss momentan und dort echt viel farmen muss und wenig spielen kann hier in Path of Exile. Ja. Aber mir gefällt's sehr. Also jetzt sind es schon zwei, jetzt ist ein Ring aufgetaucht. Also Ring sind die Schmucksachen und Waffen sind die Waffensachen und dann gibt es noch eine Currency und so weiter. Also echt tolle Sachen droppen eigentlich. Sollten eigentlich droppen. Aber eben, ja. Es ist nicht so viel. Okay, man hat jetzt auch wieder mehr aus. Ne? Oh, nicht zu viel Schaden machen. Monster, ey. Das ist alles nicht balanciert, Alter. Also ich werde mich ultra defensiv machen müssen, damit ich wirklich allen Content zeigen kann. Und ich werde auch allen Content wahrscheinlich zeigen. Also. Ja, werden wir dann sehen, hä? Ah, immer die Schilde mitnehmen. Ja, irgendwie, ja, okay, die werden auch tauchen auf. Die kleinen Truhen oder die normalen Truhen tauchen nicht auf. Als Name. Ja, jetzt muss ich ein bisschen schneller sein, hä? Ja, okay, jetzt ist eigentlich das Gebiet sowieso fertig. Und ein neues Gebiet. Ah, nicht? Okay. Ja. Aber. Ja, wir haben uns ein bisschen zu sehr aufgehalten. Weil die Monster haben jetzt so in Akt 8 echt ein mega. Was ist denn dieses Teil? Was ist das? Ja, okay. Ist das ein Bogen? So besonders wegen Durchdringen von 5 Feuerwiderstand. Ja, ich habe ja die Beschwörungen gar nicht an. Also, was habe ich eigentlich geskillt? Ich habe da geskillt auf Pakt der Leichen. Ich habe hier oben den intuitiven Sprung reingetan, um Golem, Kommandant und Mystik zu holen. Und noch Explosionsradius, genau. Und ich habe hier noch ein Juwel, ein recht gutes Cluster-Juwel.
damit ich hier noch Elementarwiderstände habe und Schaden. Hier mache ich noch weiter. Die zwei nächsten Punkte mache ich noch hier hin. Und dann oder muss ich die ausfüllen? Weiß das jemand? Muss ich den Cluster ganz ausfüllen, damit ich noch mehr Bonus bekomme? Nee, oder? Okay, es ist doch ein neues Gebiet, deshalb hat es aufgehört. Nicht, weil ich zu langsam war, sondern weil das Gebiet aufhört und dann zählt es auch immer runter. Ja, okay. Also viele Spinnen kommen hier. Sehr gut. Drüber hüpfen, sonst wäre es eigentlich so gut ausgelaufen. Unsere Zeit, dann hätten wir oben durch müssen. Okay, sehr egal, also ein bisschen kurz zurückweg. Ja, wie ihr seht, es macht eigentlich mega viel Spaß. Nur eben ist es mega unbalanciert, also ihr werdet plötzlich dann wieder sterben müssen. Zu viel Schaden bekommen, dass ihr dann im Stress seid und alles. Aber eigentlich ganz in Ordnung. Also ich habe den Spaß, deshalb mache ich hier auch sehr viel. Weiter für ein Let's Play oder mehr. Auf Wechsel. Das Endgame könnte ich wirklich komplett zeigen, ohne Unterbrechung. Oder mal einen Livestream machen, genau. Heute Abend vielleicht einen Livestream. Mal sehen. Ja, ich finde es toll, wie man das Livestream auf YouTube. Mal schauen, ob es jetzt geht. Das ist ziemlich verpackt. Oh, Bernstein einmal. Ah, der Schmied. Doch, der Schmied, glaube ich, heißt es. Ah, der Amboss, glaube ich. Ja, klar, Amboss. Ah, schneller. Nein. Ah. Oh, nein, das hat nicht weiter genug. Okay, das Gebiet ist leider nicht so gut. Da kann man nicht so lange Ketten machen. Aber ich hab manchmal so, ja, 8, glaube ich, war das Maximum. 844 war, glaube ich, mal das Maximum. Dann waren ganze Bildschirm voller Items. Also für alle Einsteiger, das ist die beste Liga zum Einsteigen, weil man am schnellsten vorwärts kommt, am besten Items hat. Also zum Einsteigen ist diese Liga wirklich die beste. Am besten auch Solo Self-Found direkt. Jo, und wer gerne mal mit mir spielen will, ich kann einen Charakter machen im normalen, ohne Solo Self-Found. Aber ja, ob ich jetzt auch wirklich Zeit habe, schaut einfach nach, wenn ihr Lust habt, gell? Schon Zeit finden. Dann im Livestream werden vielleicht mehr auch mitmachen wollen. Dann möchte ich natürlich auch gerne mit euch zocken. Spiel mit 8 Leuten. Boah, oder sind 6 maximal? Ich weiß gar nicht, bei Pauperwechsel. Bei anderen Games ist meistens 8. Ist 4 Maxim? Nein, 4 ist nicht Maxim. Das ist 8, oder? Das kommt ja von den Diablo 2 Entwicklern. So. Hallo Arakali. Was machen Sie denn hier? Sie spinnen Bienen. Haben Sie sich verkrochen, so armes Spinnen? Ich muss aber hier durch, deshalb muss ich sie töten. Nimm mir dieses Töten, liebe Leute. Wieso werden in Hack and Slay's Monster getötet? Was logisch ist, oder? Kein Erbarmen, Arakali muss sterben. Ich spawne Bällchen. Arakali hat keine Chance. Nee, nicht den Hohen dann, ne? Immer noch nicht, okay. Ja, irgendwie haben die Monster viel mehr Leben, die Bosse. Und ich mache einfach zu wenig Schaden. Jetzt. Nein, nicht mitnehmen. Bring ihn zurück. Aber wie hat er das überlebt? Oder hat es nicht überlebt? Die Frage der Fragen ist, wieso überleben Leute immer das? Sterben dann plötzlich. Also in vielen Filmen auch die besten Filme, manchmal versteht man nicht, wie so einer stirbt. Hocken sie da und trauen mega lange. Mann, das muss doch tief ergründet werden. Das ist doch wirklich tot. Er ist tot. Hm. Oder nicht?
Schock ist ja eigentlich gut. Blitzschaden zu vermeiden ist eigentlich gut. Ja, gestunt werden muss ich nicht. Also, You hear ich kann ja auch that? gestunt werden, die Bällchen tun trotzdem Schaden. Ja, er ist, glaube ich, tot. Oh. So bedauernd. Und was ist der Kopf? Heiler Kopf. Wie viele Augen hast du? Die Spinnen haben ja auch Augen. Die Spinnen, die Spinnen. Die Spinnen, die Römer. Ihr werdet den Aasgeier des Fürstenerbebens werden. Okay, interessante Quest. Die Poppesis. Hätte ich mal etwas, was Spaß macht. Ah, da unten schon, okay. What with such large walls trying to keep out? Dann killen wir den mal. Boah, das ist fett. Ah, das ist ein fettes Huhn. Okay, ich. Das ist ein Adler. Ein Aasgeier? Ich dachte mir, das ist ein Huhn. Ich hab. Scherz. Das ist ein Aasgeier. Ein Arschgeier. Nein, nicht ein Arschgeier. Hallo. Bravo. Nicht mehr so Wörter. Ja, das ist ein Kanal für ab 18-Jährige. Wer sich früher anschaut, der muss sich auch wirklich etwas gefasst machen. Ich habe wirklich komische Wörter, nicht nur Arsch. Auf jeden Fall. Völlig voll. Das ist nicht so gut, das ist nicht so gut. Ja, ich gehe einfach wieder zurück und sammle alles ein. Mann, oh. So voll sein und gute Items liegen lassen ist. Das ist gar nicht so gut nachkommen. Ich brauche so einen Schrott nicht. Ich bekomme so viele Dinge. Und Scherben da zum Pferden über. Chromatic Orbs, genau. Also. So, machen wir mal vorwärts da. Alle Monster sofort sterben. Weg da. Ich brauche noch ein bisschen mehr Loot. 6, okay. Aber schade, nicht mehr. Jetzt zählt es gleich wieder, weil die Ebene fertig ist. Die Ebene fertig ist. Ja. Hä? Geht's noch weiter? Ja, es hört nicht mehr auf. Schade. Aber gut. Ja, es ist wirklich nur eine Treppe. Also eine uralte Scherbe verändert einen einzigen Gegenstand. Man kann also... Man kann also einen Unique zu einem anderen Unique der gleichen Klasse, also ein Ring zu einem Ring machen? Oder ein Stab zu einem Stab? Oder eine Hose zu einer Hose? Oder gibt es gar nicht mehr. Ich finde das so doof. Liebes Puff of Exile. Also jetzt muss ich mal zurückgehen. Das geht einfach nicht. Wieso hat man nicht Gepäck? Ha! Wo ist mein Rucksack? Oh. Hallo. Bin ich so doof und diese Flügel durch die Frau durch. schon krass, aber. Nee. Minen, wer braucht schon Minen? Krit braucht schon auch niemand für mein Bild. Nix. Auch nix. Aber der Amboss, ah, der Amboss, der ist cool. Nur eben für unsere Klasse nix, aber der ist schon krass. Ich freue mich immer, wenn ich ihn finde. Aber wir können einen guten Beet darum weben, der wirklich alles dann aushält, aber eventuell zu wenig. Ja, wir können irgendwie so Bluten oder so kombinieren, weil der Gladiator ja mit Bluten. Auch viele Nots hat für Bluten. Oder eher im Fernkampf, dann braucht man den Armboss auch wieder nicht. Ja, ich weiß es nicht. Aber eigentlich diesen Bild, den ich verwende, der wird im Endgame schon extrem aufräumen können. Verlängerte Dauer. Das ist eigentlich ziemlich gut. Boah, dieses Chaos, ey. Okay. Ja. Noch ein Gegenstand-Ding, der Springteufel war es, glaube ich. Und nochmal Prophezeiung. Geißenhelden in der Nähe des Leuchtturms. Qualität. Da hat, glaube ich, noch 2-0. Qualität verwacht. So. Und jetzt.
5 verschiedene Fassungen mit einem Goldschmied. Okay, ich könnte es jetzt eigentlich verändern, aber ich möchte es nicht auf diese. Ah, eigentlich schon auf diese. Auf diese. Hey, mach lieber auf diese. Ich möchte einfach mal schon 5 haben. Naja, ich kann es nicht machen. Der hat schon 6 Sockel. Was brauche ich denn eher, Ding? Also ich brauche eine Rüstung mit grünen und blauen Sockel. Energy Shield, Ausweichwert. Es ist leider nur Energy Shield Rüstungen. Muss ich das später machen? Ja. Okay, ich brauche nämlich mit Intelligenz und mit Geschick Rüstung. Für das. Aber eben viel zu viel Loot. Was soll ich denn machen? Liebes Entwicklerteam, endlich mal ein Backpack reintun, bitte. Ich kann einfach alles nicht kompensieren. Ich nehme einfach alles mit. Okay, denke ich meistens nicht nach, was jetzt wirklich blöd ist, dass ich überhaupt nicht brauche. Also kräftige Sachen, die markiert werden, markiert und sammle ich es ein. Ja, und deshalb habe ich immer Inventar voll. Immer. Und vor allem, wenn man so Sachen mitnimmt, wie ein unreiner Stab, der ein Popo ist. Tschüss, und oh. Diese Kisten sind ja so schlecht geworden, weil ja man jetzt eigentlich immer ständig auch. Also ich habe zum Beispiel Blutimmunität, also Blut, das Blut nicht mehr so viel macht und die Wahrscheinlichkeit geringer ist beim Pantheon. Muss ich nie mehr auf Blut achten, weil das so extrem kompensiert wird. Einfach Blut ignorieren, fertig. Früher musste man Blut vor Blut echt fürchten und heutzutage ist es so weggepatcht worden. Man sich vor Blut eigentlich nicht achten muss. Aber so Fernkampfbluten ist viel stärker als Nahkampfbluten, da die Monster auf euch zulaufen, oder? Ich weiß nicht, ob Knockback geht, wenn einer genockbackt wird, ein Gegner, dass er Schaden bekommt, mehr Schaden bekommt durch die Bewegung. Ich denke schon, also. Ja. Das ist so ein geiler Bild. Einfach Fernkampf mit irgendwie, ja, Multishot, wie es heißt. Split Arrow und danach noch Knockback. Die Gegner töten sich selber sozusagen, weil sie schneller sterben. Soll ich so eine Rüstung nehmen? Ja, muss wahrscheinlich so eine Rüstung nehmen. Ah, hier, aber es ist mehr Ausweich. Ich brauche mehr blaue. Stay out of the shadows. Also, so, da hätten wir es. Und endlich mal 5 Link, hey. Sehr schwer in diesem Spiel zu erreichen gewesen. 2 blaue. So. Okay. Schaden geht natürlich ein bisschen runter. Aber dafür haben wir jetzt 5. Jetzt können wir noch einen reintun. Und das Beste ist eigentlich kontrollierte Zerstörung, weil es mehr Schaden macht. Aber haben wir da nicht noch einen mehr? Aber konzentrierte Wirkung wäre eigentlich nicht schlecht. Konzentrierte 49 und das ist 33. Okay, machen wir doch. Ah, Zauberkaskade war es, was wir brauchen, genau. Ja, dann müssen wir. Ah, haben wir schon den, okay. Okay. Erst weiter. Weiter gleich. Gut, als nächstes dann hier kontrollierte Zerstörung. Sollten wir eigentlich alle Gegner one-hit machen können. So, machen wir Dorissa noch. Und noch ein bisschen Kanal.
Doch, das ist das heißt, das weiß ich nicht genau. Hallo. Ah, wie alle eigentlich auch noch geblitzt, Dings drüber. Schockt. Take a deep breath, Exile. Take a brief, deep breath. Deep breath. Gewehrzug. Groß. Zuge. Fahr drüber. Das ist so Bahnhof. Hallo, nicht so viel Schaden machen hier. Schaut, wie das wie Butter, ne? Wie Butter, ja. Ganz viel Butter. Hm, Schlagsache. Schlagsache. Ich schlage die Gegner mit der Sahne. Auf die Fresse. Tolles Pfund aufs Maul, ja. Die Bälle sind so süß. Die machen doch keinen Schaden. Die sind nur heiß. Heißer als die Sonne. So 5000 Grad, ja. Die Dinger batzen wie Hühner, wie Wienerchen. Oder in Deutschland Wienerli. Oder Wiener. Wien, einfach Wiener. Ich liebe Wienerli. Schweizerdeutsch. Oh ja, das sowieso. Immer mitmachen, hallo. Da. Runter geht's. Es geht runter zum Dragos. Kloppewiese. Kloppe Sumpf Kanalisationsdreck. Lalalalala. Ich rede Unsinn, ich weiß. Ich rede Unsinn. Nein! Mann, wieso ist es so schwer, hey? Unglaublich. Ja, gut. Aber wir brauchen diese Sachen sowieso nicht. Also leider gestorben. Wegen Zumatch-Schaden. Ich nicht mehr abhauen konnte wegen den Lecks. Ich habe ja das Ding eingesetzt. Ach, sag doch mal was. Flammenspurt, genau. Ah, die Namen nicht mehr merken. Also, aber egal. Too much damage ist too much damage. Und hier hat es leider nichts mehr. Ah, ist ja nicht viel. Ganz weit unten. So. Ja, die Gegner sind noch hier, ja. Ja, keine Kiste, das ist gut, wahrscheinlich. So, jetzt macht doch nicht immer so viel Schaden. Also diese Delph, was ist das? Abyss-Sachen sind viel zu schwer in diesem Levelstand. Die machen viel zu viel Schaden. Also dann nicht machen, bitte. Nicht auch so sterben wie ich. Aber wir sind so nicht balanciert in diesem Aktstand, dass es man einfach zu schnell stirbt, auch wenn man sehr defensiv ist. So, ja, 75 Ding hat aber das. Das ist sowieso Chaos Damage. Ich habe nicht so viele. Doch, ich habe 75. Ja, 74 Blitzwiderstand. Okay, der Blitzwiderstand noch hoch machen. Ja, gut. Hallo, wer ist denn hier? Ich will Kloppe, Kloppe. Da unten ist es. Ja. Oh, danke. Nochmals ein Hand. Ja. Kloppe, die Sensation. Ich liebe die englische Sprachausgabe. Ist so cool. So kann ich wirklich sehr gut auch Englisch lernen. Aber in Path of Exile ist Englisch sehr gut gemacht. Deutsch ist nicht so gut. Also mit deutschen Textsachen. So ein altmodisches Deutsch. Ja, explodiert doch ein bisschen schneller, genau. Sag das. Wir müssen anders herum. Mach mal schneller, du faule Flamme, du. So. Es gibt ein Boot, wo man 150 Bewegungsgeschwindigkeit oder 10 Bewegungsgeschwindigkeit bekommt. Die muss ich unbedingt so schnell wie möglich finden. Weil die eben also 150% von seinem Grundding hat und dadurch viel schneller sein kann. Glaube ich schon. So, gebt mir noch ein paar mehr Karten, bitte.
Ja, Karten bei 3, sehr gut. Da unten muss ich auch noch ein paar Gegner besiegen, sonst. Nein, zurück, nein, ja, schneller. Da auch noch ein paar Gegner besiegen, sehr schön. Ja, Baby, ja. Macht das Spaß, oh, viel zu viel. Und hier ist fertig, ja. Schade. Aber wir haben 4 Karten, oder? Was bekommen wir da wieder für Items? Ey? Alles mit diesen Labyrinth-Modifikatoren. Ah, so viel wieder im Inventar. Ich mag das. Ich hätte ein unendliches Inventar lieber. So, die verkauft ja nicht, genau. Scheibenschaden zu blocken, ist schön. Ja, wäre auch etwas von Sonder. Das nicht. Schrot, überall Schrot. Bring me back something nice. Golem. Macht zu eigen, das ist gut. Headhunter. So, Delph. Hier noch Schmuck. Das ist da, Currency. Dann haben wir noch Juwelen. Und Karten. Ne, Karten ist da. Ja, nicht so gute Karten leider gedroppt. Schade. Also, wo sind die guten? Eines war doch 30. Bewegungsgeschwindigkeit, die haben wir noch MF. Ja, okay. Also. Ah, aber. Sind das für Item alle blau? Also, es hat irgendwas zu tun. Das ist aber ein guter noch. Komm, einfach alles mitnehmen. So. Aber irgendwie blau ist neu. Hallo, Dicker, kommen Sie raus. Ja, wo machen Sie denn? Nicht auffüllen, nee, nicht rein. Heute Geburtstagskeks. Oh, schon tot. Schade, ich wollte Geburtstag feiern. Geburtstag haben dort. Sind einfach gestorben. Gut, also nochmals Inventar leer. Jeden Tag ein Inventar leer. Jede Minute. Viel zu viele Alten. Immer mit den Sockeln. Nee. Ich möchte eigentlich wechseln, ja. Ich möchte zu dem wechseln. Brauche ich eigentlich nicht. Ich brauche kein MF auf den Schuhen. Und so. Zaubergeschwindigkeit, ja. Bring me back something nice, huh? Also. Wie fährt man das jetzt um? In 2 blaue. Ja, sind eigentlich verbunden. 2 blau. Oh. Hört auf, das ist dumm aus. Fuck halt. So, noch mehr Schaden. Ist das 16 bis 24 Kälteschaden? Ist das auch auf Magie? Ja, egal. Aber Hauptsache bessere Schuhe. Und was ist 30 Bewegungsgeschwindigkeit? Ja, sehr schön. Okay. Unglaublich gut. Jetzt sind wir noch schneller. Yeah. Be careful. Von 20 auf 30, also ziemlich viel schneller. Also, dann haben wir 29 Jahre lang, muss ich leider sagen. Ich muss wieder fertig, ich muss wieder abhauen und weiterspielen. Tschüss und bis zum nächsten Gameplay-Video. Tschüss.